Kuckuck, da bin ich wieder. So, ihr wisst ja Bescheid, die Pausen, die sind kurz und knackig. Und wo waren wir? Ach ja, an der verschlossenen, geheimnisvollen Tür. So, okay. Ich denke, das kriegen wir aufgeknackt, sagt der großkotzig. Sagt einfach nichts. Ich weiß. So. Ja, ich weiß, ein Schlossknack-Profi, wie er im Buche steht. Danke. Geschafft. So, um da drin einen zerstörten PC und ein Stimpack zu finden. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Und die schicke Haarbürste, deswegen habe ich dieses Schloss aufgeknackt. Oh, okay. Was haben wir denn hier? Patronen, sehr schön. Eine Kaffeekanne nehme ich mit, die Tasse nicht. So, kann man nichts sagen. Sehr schön. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Oh, meine Nase ist ein bisschen verstopft. Entschuldigt bitte. So. Ärgerlicherweise. So. Und hier ist also diese entführte Person. Ich hoffe nur, dass wir sie auch gerettet bekommen, ohne dass wir... dass diese stirbt, meine ich. Das wäre das Problem. Deswegen überlege ich mir immer, das Geld zu zahlen. Aber ich habe dann immer Sorge. Oh, Ghule. Hallo, Ghule. Oha. Au. Oh, Entschuldigung, Kate. Alter, da hat sie ihm halt ordentlich den Arm abgehauen. Ordentlich, Kate. Kann man echt. Oha. Der von uns war aber auch nicht schlecht. Ja. Lass es aber nicht wissen, wenn du Munition findest. Nee, lass du es wissen, wenn du Munition findest, liebe Kate. Du hast doch immer so viel dabei. Was ich sehr gut finde. Kann es sein, dass die Leute unterschiedlich was mitnehmen? Eventuell. Gunners Plaza. Da ist also diese entführte Person drin. Gunners Plaza, da wäre es vielleicht von Vorteil, wenn wir vom Dach aus einsteigen könnten. Das wäre doch mal nicht schlecht. Das sieht schon so aus, als könnten wir hier aufs Dach gehen. Wenn es hier noch irgendwo einen Eingang gibt. Ha. Eine Rüstungswerkbank. Nicht übel. Hallo? Oh, hallo! Na? Oha, die haben Power. Alter Schwede, haben die Power. So. Wir müssen nur ein bisschen aufs Gewicht aufpassen. Kate, alles cool. Es ist weit und breit keiner zu sehen im Endeffekt. Oh, okay. Alter, hat der ein Fatboy dabei. Oha, speichern. Oha, aber ganz schnell speichern. Oh je, oh je, oh je, da müssen wir uns anschleichen. Ach du Scheiße. Da steht er auf dem Dach mit einem Fatboy rum. Ui. Ich finde es immer sehr super, wenn man mit einer Powerrüstung am Schleichen ist. Was? Oh oh. Oh oh, oh oh. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Danke, du Mistvieh. Alter. Alter, ich möchte festhalten, wir haben zwei Fatboy-Schüsse überlebt. Oha. Alter Schwede. Zum Glück hatten wir genug Hund dabei, um uns zu heilen.
Aber das mit dem Gewicht könnte jetzt ein kleines Problem werden, eventuell. Kate, die hat einen Fatboy dabei. Alter Schwede. Ein Aufzug, da müssen wir, glaube ich, rein. Sehr schön. Da sage ich einfach mal Kuckuck von oben. Oh, es fehlt sogar noch ein bisschen was. So. Nach unten. Nach unten. Nach unten. Aber leider hat es uns beide Beine gekostet. Aber nicht schlecht. Wer? Wer? Kuckuck. Dann räumen wir hier mal ein bisschen auf. Wow, die werfen zurück. Okay, das war einer. Hör auf mit Zeug zu werfen. Der Fatboy, der hat uns ganz schön. Super, einer. Zu schaffen gemacht. Hier haben wir noch einen. Und irgendwo war noch einer. Hier. Und hier haben wir noch einen. Ryder, heißt der so? Wo ist er hin? Ryder! Stehen bleiben. Oh nein. Voll in die reingelaufen. Ups, das war wohl nicht das, was ich wollte. Das auch nicht. So, das hat funktioniert. Ein Flammenmeer. Ich habe eine Powerrüstung, die zwar schon ziemlich zerstört ist, aber ich habe sie. Immer voll auf den Hintern oder in die Hüfte. So. Alter Schwede, geben die viel Erfahrungspunkte. Das finde ich sehr nice. Alter, haben die Power. Da bin ich mir sicher, dass wir was halbwegs Brauchbares dabei haben. Aber wir brauchen eigentlich gar nicht gucken, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass wir fast voll sind. Ein bisschen Platz haben wir noch. Ein bisschen Platz haben wir noch. So, Plasma-Kartusche, Plasma-Gewehr. Du bist echt am Arsch, Mann, ne? Bin total am Arsch, ja. So, so viel zum am Arsch sein. Du bist kopflos. Hm? Ach, da oben ist auch noch einer. Wahrscheinlich ist das Ryder. Sind wir hier überhaupt richtig? Aber eigentlich schon. Hier ist doch diese Person drin. Hätten wir überhaupt rein müssen? Komisch. Oh, müssen wir das vielleicht erst aktivieren? Hm. Oh, das war unser Arm. Wunderbar. Jawohl. Ich möchte eigentlich irgendwie gerne nach oben. Mhm. Wir haben wieder Leben verloren, aber wir haben noch ordentlich Hund dabei. So. Ah, ich glaube, hier haben wir den Weg nach oben gefunden. Okay. Bevor wir uns da mal vernünftig umgucken. Ryder, bist du das? Kuckuck, Ryder. Das Wetz ist nur ein bisschen schade beim Web. So, einmal er hier.
Ich dachte gerade, der hat mit seiner Waffe geworfen. Das wäre auch nicht schlecht gewesen. So. Hey, hey, Ryzen, Hallöchen. Ich grüße dich. Die Plasmapistole, ja, ist ganz nett eigentlich. Hier ist es schmutzig. Ja, das stimmt, Kate. Aber du bist nicht mehr. Ah, Schlüssel zum GNN-Aufnahmestudio. Riders Holoband. Das hören wir uns gleich mal an. So. Ich hoffe, bei dir ist alles klar, Ryzen. Ich glaube schon. Mittwoch ist schon mal besser wie Dienstag und Montag, sag ich mal. wo waren wir denn? Wo waren wir denn? Ryder hieß der gute Mann. Da. Kellogg. Ich glaube, ich bin zu weit. Keine? Was ist das denn bitte? Okay, K-M-K-M-P-R. So, mal ganz kurz Riders Holoband anhören. Wo haben wir denn? So. Bruce hat bekommen, was er verdient. Für diese Feigheit hätte Captain Wes ihn degradieren sollen. Er ist ein Weichei. Und das sieht man an den Leuten, die er anführt. Verdammt nochmal, wir sind Gunner. Wir fliehen nicht. Und seine Strafe? Das oberste Stockwerk des HQ bewachen. Und ich und die Jungs sind hier unten. In diesem finsteren, kalten, beschissenen Keller stationiert. Morgen werde ich mich als erstes mit dem Captain unterhalten und ihm meine Meinung sagen. Wer weiß, vielleicht werden wir versetzt und erleben endlich echte Gefechte. Tja, lieber Ryder, ich glaube gefechtstechnisch... ja, danke, bist du gerade reingekommen, hast Hallo gesagt und gehst wieder? Schade. Aber okay. Dann viel Spaß bei dem, was du jetzt machst. Ich glaube, du hast ja noch ein Rennspiel zu spielen, oder? Ich weiß nicht, was ein Matane ist, Ryzen. Aber ich, das kann nichts Gutes sein, also bist das eher du. So. So. So einen asiatisierten Deutschen habe ich noch nie erlebt. So, okay, was haben wir hier? Tief im Herzen bist du ein wunderschönes asiatisches Mädchen. Das wär's. Ein Schraubendreher, aber der Superkleber war es wohl eher, wo ein bisschen Wert hatte. Es heißt Tschüss! Ah, okay. Dann, ich probier's mal mit richtigem Akzent. Matane! Oder? So in der Art. Eine leere Farbdose. Oh, das hätte ich jetzt fast übersehen. Nein, da waren wir schon dran. Das habe ich nicht übersehen. Okay, was den Ryder angeht, ich glaube, versetzt werden wirst du nicht mehr, Kollege. So. Natürlich ein Schulmädchen, natürlich. Entschuldigung, das war mein Fehler. Und oha, wir sind heute mit 900 Schuss losgelaufen und haben halt jetzt wirklich 400, wir haben schon die Hälfte davon verschossen, aber die Gegner waren auch ziemlich mächtig, muss ich zugeben. So, hier muss doch hier irgendwo diese entführte Person sein, deswegen sind wir doch hier. Wird aber nicht angezeigt, wir sind wahrscheinlich falsch. Wir sind in einem feuchten Keller gelandet, wo es nur ein paar stationierte Gunner gab. Und so wie es ausschaut, gibt es hier auch nicht wirklich was Wertvolles. Mal sehen, vielleicht habe ich ja was übersehen. Aber die wollten Feuergefechte, ne? Die habe ich denen geliefert und ja. Man sieht ja, was dabei rausgekommen ist. Was haben wir denn hier? Ein Schraubendreher. Wieder ein Aufzug, da kamen wir her. Wie sollen wir kämpfen?